Das Louis Braille Festival ist ein Treffen blinder und sehbehinderter Menschen und ihrer Freunde. Das Get Together steht im Vordergrund, kultureller Austausch, sich zu vernetzen, die Familie stärken. Das ist unser Ansatz. Wir sind dieses Jahr in Leipzig. Die Kongresshalle am Zoo ist zusammen mit dem Zoo zu sehen und ist ein fantastischer Ort für solche Veranstaltungen. Es gibt unfassbar viele Workshops hier, was zum Tanzen, Musik, es gibt Klettern, Schießen, alles Mögliche. Da haben die Veranstalter sich wirklich richtig viel Mühe gegeben und daher denke ich auch, dass für jeden was dabei ist. Das Schöne an dem Festival ist, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen. Das Rahmenprogramm ist unheimlich gut. Man lernt immer wieder was Neues hier kennen. Ne? Und das ist für mich Horizont erweitern. So ein Festival zu stemmen ist alleine gar nicht machbar. Wir brauchen starke Partner, wir brauchen Unterstützung. Wir haben viele Unterstützer, es gibt Sponsoren. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, die die Helfer da einnehmen. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar als Organisatoren. Das Schöne hier am Festival teilzunehmen sind eigentlich zwei Sachen. Einmal, dass man helfen kann und wirklich sieht, dass man gebraucht wird. Und das andere ist, dass es viele Kleinigkeiten sind, die es ausmachen, dass wir blinde oder sehbehinderte Menschen integrieren können. Unsere Aufgabe besteht grundsätzlich hier darin, einfach die Augen für die Teilnehmer zu sein, die ja aufgrund ihrer Einschränkung einfach bestimmte Sachen nicht machen können. Das Festival hat den Ansatz, den Menschen einfach wieder zu helfen, zurückzufinden ins Leben. Das ist die Freude und der Spaß in der ganzen Thematik. Was mich besonders freut, ist, dass heute Abend ein Konzert in der Innenstadt stattfindet. Dort werden Teilnehmer vom Festival, aber auch Bürger der Stadt Leipzig sein. Und für mich ist das dann wirklich gelebte Inklusion. Hier wird jeder einfach gleich behandelt und es wird vorausgesetzt, dass du nicht unbedingt gut sehen kannst. Man merkt es an den steigenden Zahlen, wer einmal hier war, der kommt wieder und ist begeistert.